GNTM 2021, aus für Günter Klum? Siegerin bekommt keinen Won-1-Vertrag. Überraschend Neuerungen bei GNTM. Die 13 Germany's Next Topmodel Staffel ist gestartet. Doch neben den Zuschauern müssen sich bei der diesjährigen Staffel auch die Kandidatinnen auf Neuerungen befassen. Und eine davon kommt besonders überraschend. So ist einer der heiß begehrten Preise für die Siegerin in diesem Jahr nicht mehr zu haben, der Vertrag mit Günter Klums, 75, Modelagentur Won1. Kein Vertrag mit Günter Klums Modelagentur. Seit 12 Staffeln gab es hinsichtlich der Gewinne für die GNTM-Siegerinnen kaum ein. In der Regel gehörte ein Coverbild auf einer renommierten Modezeitschrift dazu, ein neues Auto, 100.000 Euro Preisgeld und ein Vertrag mit der Modelagentur Won1. Doch dieses Jahr soll alles anders sein. Nicht nur bezogen auf die Inhalte der Show. Auf der Webseite der Modelagentur steht es noch schwarz auf weiß: Won1 Fab Management versteht sich als Full-Service-Künstleragentur für die Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel bei. Und während sich die Siegerinnen der letzten Staffeln über einen Vertrag mit der Agentur von Heidi Klums, 47, Papa freuen konnten, wird die diesjährige Gewinnerin leer aus Zusammenarbeit ausgelaufen. Nach Aussage der GNTM-Sprecherin Tina Land dürfe sich das Germany's Next Topmodel 2021 über einen Opel Mokka und 100.000 Euro freuen und sei auf dem Cover der Harper's Bazaar zu sehen. Die Zusammenarbeit mit der Künstleragentur Won1 Fab Management und Contents von GNTM ist ausgelaufen, heißt es. Die Gründe sind nicht bekannt. Modelagentur Won1 Fab in der Kritik. Won1 Fab geriet in der Vergangenheit immer mal wieder in die Kritik. Viele GNTM-Teilnehmerinnen verließen sogar vor Ablauf des Vertrages das Management. Zuletzt gab es einen riesigen Wirbel um die Modelagentur von Heidi Klums Papa in Bezug auf die GNTM-Siegerin von 2019, Simone Kowalski. Und auch Heidi Klum hat als Model irgendwann mal klein angefangen. Im Video unternehmen wir mit der GNTM-Chefin eine Reise in die Vergangenheit.